44. Oh, Tatsache. So. Also das ist die 43. Okay, passt. Und dann müssen wir die Reihe noch rausnehmen. Und dann kommen wir. Und das alles eigentlich ganz schön herrichten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann haben wir hier noch mal drei. Ja, uns geht jetzt ja auch irgendwie alles aus. So. Boah, die Kürbisse. Und das Holz. Da mir gerade tierisch der Rücken wehtut, würde ich sagen, wir machen dann einfach mal Schicht und ich kann mich ein bisschen dehnen und strecken. Hab ja genug auf Vorrat, brauche ja eigentlich nicht immer so lange aufnehmen. So. Und nächstes Mal fahren wir dann erstmal Holz, Kürbisse und Gras für den langen Weg. So, also wie sieht's jetzt aus? Wir graben hier weiter. Bis wir unter unserem Turm sind. Dann geht es in die Richtung weiter. Noch so, ich sag mal, 60, 70 Blöcke. Dort richten wir das Lager ein. Dann machen wir noch einen Verbindungstunnel. Hier gerade runter mit dem dort. Einfach so just for fun. Und dann graben wir den langen. Vorher werden wir wahrscheinlich schon hier die Hopper legen. Ja, und dann sind wir fertig. Und dann kann ich hoffentlich, dass die 1.13 auch so weit ist, dass wir testen können. So, bis dann. So, Hallöchen, und da sind wir wieder zu Let's Play Minecraft und immer noch in der 12.2. Was vor allem daran liegt, dass die 13er Snapshots mir noch zu viele Errors ausgeben. Na gut, es ist dunkel und wir sollten erstmal schlafen gehen. Danach sollten wir Holz holen gehen. Und danach sollten wir irgendwas sollten. Nee, noch eine höher. Naja, zum Glück haben wir hier ein Bett stehen. Und eine Kiste. Damit wir auch erstmal Platz haben. Ja, aufräumen tun wir später. So. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Heute möchte ich natürlich mal keine Pyramiden ausgraben. Heute möchte ich einfach nur die Gänge fertig kriegen. Das wäre ganz toll. Deshalb holen wir heute auch nur kleine Bäume, lassen das hier erstmal in Ruhe. Darum kümmern wir uns dann später. Ja, ich weiß, immer später, später. Hier nehmen wir nur das raus, was wir kriegen gerade so. Dann kann da schon mal so ein bisschen was raus die Kern.
Ah, guck mal da hinten. Meine Lieblingsform der Bäume. Ups. Jetzt sitze ich aber fest. Naja, Gras brauchen wir eh noch. So. Dann der dort. Dann der. Dann mal wieder Sauerstoff tanken. Naja, es kann nur besser werden. Ansonsten, wenn das mit dem ganzen Zeug, was ich jetzt mache, nichts wird. Also Desensibilisierung und Allergietests etc. Dann werde ich einfach mal einen Lungenfacharzt aufsuchen. Aber das auch frühestens in 5 Jahren, wenn das mit der Allergietherapie zu Ende ist. Weil dann weiß ich erst, dass es eben nicht an den Allergien liegt, wie mir alle sagen. Ist das ein Creeper? So dunkel. Ist aber ein Creeper. Ein dunkler Creeper. Gehen wir mal näher dran. Nö, er stand nur im Schatten. Dunkles Feld. Naja, wird irgendwann auch heller. Ach übrigens, ich hatte mich ja so gefreut, dass wir mit den Korallen schön bunte Blöcke haben für unseren Freizeitpark. Ja, das können wir alles knicken, denn die Korallen sterben, wenn man sie an Land setzt. Naja. Kann man nichts tun. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit. Vielleicht, dass man die irgendwie trocknen kann oder bearbeiten. Ich meine, erstmal geht es jetzt wohl darum, mal den kompletten Content reinzukriegen. Und das ist einiges, was wir mit der nächsten Version machen können. Und was wir sehen können. Allein schon ein großes Aquarium werden wir anlegen. Mit allen möglichen kleinen Fischis. Da werde ich dann eine Liste führen von Fischen, die wir schon haben. Gibt ja über 3000 verschiedene. Und da machen wir dann kleine Fotosammlung. Vielleicht mache ich das sogar online und dass wir uns alle daran erfreuen können. Ein Häschen. Haben wir auch nur ein einziges. Müssten wir auch mal ein paar mehr in die Stadt locken, aber ich habe jetzt keine Möhren dabei. Ja, wenn wir losziehen, haben wir das Zeug irgendwie nie dabei, das wir brauchen. Wozu brauchen wir eigentlich Birke? Na gut, wir könnten auch ein Stück Mauer mit Birke bauen. Ich hätte auch einfach zum Lager gehen können und mal ein bisschen Eiche rausholen. Aber das ist jetzt alles schon im Langzeitlager drin. Stimmt, wir wollten eigentlich ja auch wieder mal die Schulkas voll machen mit Holz. Naja. Willst du die Schulkas voll machen oder uns regelmäßig unser Holz holen? Ich bin dies Jahr langsam. Ich meine, jetzt haben wir schon April fast. Oder haben wir April? Keine Ahnung. Also entweder fast oder gerade eben April. Jedenfalls, wow. Was habe ich bisher dieses Jahr gemacht? Alles noch fertig gemacht vom letzten Jahr und jetzt grabe ich gerade mal die Tunnel zum neuen Areal, das wir bevölkern wollen, bebauen wollen. Ja. So.
So. Jetzt nicht immer nur ein paar Bäume und sofort weiterrennen, sondern guck mal, dass der hier auch mal eine Fläche irgendwie kahl gehauen kriegst. So, machen wir das Stück da vorne bis zum Schnee, bis auf die großen Bäume alle weg. Die großen Bäume, ja, ich nehme mir das wirklich vor. Irgendwann gehen wir mal, aber dann haben wir die Schere dabei und dann machen wir wirklich mal Kaltschlag. Oh. Was haben wir denn jetzt? Drei davon, nicht mal einen davon. Na gut, die Birke würde ich dann für das letzte Stück nehmen. Das ist da nicht so lang. Oder fürs Querstück. Bisschen ruhig heute. Ja, ich habe immer noch Probleme mit meinem Media Player, der arbeitet irgendwie nicht mehr. Deshalb keine Hintergrundmusik momentan. Ich muss wirklich mal ein Ersatzgerät, ja, Gerät, eine Ersatzsoftware aufspielen und einstellen. Man kommt zu nichts. Ich wollte auch schon längst das Intro für die und die Thumbs für die 3000 plus Videos fertig haben. Also 3000 bis 4000 dann. Huch, hier sind wir. Habe ich auch noch nicht geschafft. Naja. Werde ich mich wohl morgen mal endlich dran setzen. Gut, ich glaube, jetzt sind wir weit genug gewandert. Jetzt wird es auch dunkel. Naja, wir werden schon so eine Nacht überleben. Ja, zum Glück nicht die 13er Version, wo nachts die bösen Phantome kommen, wenn man nicht schläft. Aber wir haben ja gerade erst geschlafen, na, dann sollten wir eigentlich Ruhe haben. So, jetzt arbeiten wir uns langsam zurück. Über den Hügel hier. Nehmen wir nochmal mit, was wir mitnehmen können. Monster werden abgewehrt. Könnte ruhig etwas mehr Sound brauchen. Wartet mal. Ha, jetzt höre ich auch mal wieder was. Ja, für euch macht es keinen Unterschied. Ich habe nur meine Boxen lauter gedreht. Ja, eigentlich bräuchte ich die Kopfhörer gar nicht aufhaben. Ja, dann hängt das Mikro, wer weiß wo. Ich könnte mir auch mal ein richtiges, tolles Mikrofon kaufen. Stattdessen steht auf meiner Einkaufsliste ein Saugroboter. Ziemlich sinnlos eigentlich für einen Haushalt aus einer Person, aber ich stehe halt auf diesen Roboter. Auf Haushalt 3.0 und Roboter Alexa und der ganze Dreck. Da fahre ich total drauf ab. Ich weiß, dass es eigentlich alles ziemlich unnötig ist. Ich kann in einem Raum gehen und den Lichtschalter bedienen. Aber es hat halt irgendwas von Science Fiction, wenn ich in den Raum gehe und sag, Alexa, mach Licht an. Das ist einfach, ah, toll. Ich meine, das ist wie in den ganzen Science Fiction Filmen, die ich in meiner Jugend geguckt habe und noch heute gucke.
Oder auch die Saugroboter, die mich so an die Mausdroiden aus Star Wars erinnern, die da den Todesstern geputzt haben. Das ist einfach, da fühlt man sich einfach so wie morgen. Also nicht wie gestern, sondern wie morgen. Es ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, was wir Menschen inzwischen möglich gemacht haben. Und man möchte auch irgendwie Teil dieser schönen neuen Welt sein. Dieser digitalen, vernetzten Welt, wo die Heizung weiß, was der Kühlschrank gerade gelagert hat. Obwohl es im Endeffekt, sagen wir es mal so, ziemlich nutzlos ist und zum Teil sogar ein Stück der Privatsphäre preisgibt. Aber ich denke mir immer, was will Amazon bei mir belauschen? Meine unwichtigen kleinen Gespräche kommen. Ich meine, okay, Sie könnten jetzt mithören, wenn ich jetzt sage, nächste Woche kommt der neue Tor raus, wird mich ja schon interessieren. Und in dem Moment kriege ich eine Werbemail, der neue Tor kommt und dann sieht Amazon, ach, den hat er ja eh schon seit Monaten vorbestellt. Naja. Es ist nicht jedermanns Sache. Das muss man natürlich auch sagen. Aber ich sag mal, diese rund um die Uhr Überwachung durch Alexa könnte natürlich auch Vorteile haben. Ich meine, ich gehe mal in die Richtung Alexa, ich bin jetzt weg, halt Augen und Ohren offen und benachrichtige mich, wenn irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche hier sind. Naja, oder halt, wenn du irgendwas siehst. Alexa wird ja auch sicher auf meine Überwachungskameras zugreifen können. Kamera, ich habe erst eine. Reicht auch. So. Jetzt aber schnell rein hier. Haha. Hey. Das war Timing. Den habe ich die Tür genau vor die Nase gekloppt. Haha, ihr kommt hier nicht hoch. Ja. Ups. Und ich komme auch nicht mehr hoch von hier. Naja. Monster ärgern. Ja. Was haltet ihr denn so von dieser schönen neuen Welt mit Alexa und Co? Könnten wir ja auch mal schreiben, was ihr dazu sagt. Ich meine, interessiert mich auch, was andere davon halten. Immerhin ist es ja wirklich nicht jedermanns Sache. Gut, nicht gut. Wir brauchen Kürbisse und Fackeln. Hier könnten wir auch noch mal ein bisschen Knochenmehl hinlegen. Und ja, das Ding sähe wahrscheinlich noch besser aus, wenn ich es komplett aus Slow Sand gebaut hätte. Aber dafür fehlte mir der Nerv. Ist nicht gerade so häufig in der Hölle. Ja, schon relativ häufig, aber nicht so häufig. Wie viel brauchen wir circa? Ich mach mal zwei Stacks. Na? Anderthalb sollten reichen. Erstmal dann nehmen wir die Reihe ruhig noch mit. Die Reste wandern dann in den Schacht. Laternen kann man immer gebrauchen. So. Zurück nehmen wir jetzt die Abkürzung.
längste Abkürzung der Welt, wenn ich da über den Slowsand renne. So. Ging doch recht flott. Jetzt sollten wir auch genug Material haben, um erstmal weiterbauen zu können. Gib mal 16. Na gut. 1, 2, 3, 4. Ein Stack. Zack. Man könnte ja eigentlich auch da drin lassen. So. Gott, was ist denn heute wieder los? Also, was hatte ich gesagt? Hier packen wir dann auch hin. Wo ist mein Zettel mit den Koordinaten? Da. Wie weit waren wir denn letzte Mal? Wir waren bis 49 Dingens und wir müssen bis 492 nur? Na gut, so weit sind wir nicht gekommen. Habe ich Eis dabei? Nein, ach, scheiß drauf. So habe ich es am liebsten. Ah, dann lass aber doch erstmal die Dinger hier drin. Dann können wir nämlich besser beleuchten. Eisen habe ich auch schon wieder gesehen. Das ist sehr erfreulich. So. So, das hier wird wieder aufgefüllt, dann noch die Decke. So, dann mal weiter. Das waren ja noch mal 10 Felder, ganz optimistisch. Decke, Decke ist in Ordnung. Nächste Fackel. Ja, jetzt schön eine ganze Reihe. Ohne Dreck, wollte ich gerade sagen. Und zumindest scheint es diesmal nicht in die Decke reinzuwachsen. Dafür im Boden. Durch die Seitenwände ja eh abbauen könnten, das könnte es auch dahin wachsen. Da würde es mich noch weniger stören. Also schön breit und am besten genau 3 hoch. Dann gucken wir mal, wo wir sind. Wir gucken auf die 100, 500, minus 517. Na gut. Dann sind wir jetzt auf der 18. Das ist dann die 19.
20. Übrigens, ich habe im Kopf schon wieder abgeschaltet. Ich zähle schon gar nicht mehr mit. So, da haben wir etwas Kohle im Boden. Da wir wahrscheinlich noch ein paar Fackeln brauchen werden, nehmen wir die mit. Außerdem gibt es natürlich auch noch schöne Erfahrung dafür. So, dann zählen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind wir also nur noch 15 vom Ziel entfernt. Geht schneller, als ich dachte. Na gut, das ist jetzt auch kein langes Stück gewesen. Dass hier so viel Eisen ist, finde ich toll. Finde ich ganz toll. So, das Inventar ist gut gefüllt. Das heißt, ich sollte vielleicht erstmal anfangen, was zu verbauen. Gut, ich hatte ja gesagt, wir wechseln jetzt. In der Quere dann auf Birke. Das heißt, du musst wieder weg. So, was hatte ich? Ich hatte immer 6, oder?